Es fällt mir immer schwer, bei Brothers in Arms was zu erzählen, weil es wirklich sehr spannend ist und ich mich sehr konzentrieren muss, weil ich halt überhaupt keine Ahnung habe von dem Zeug hier. Sehr gut, die haben wir also erledigt. Jetzt. Komm nur. Jemand mitgekommen? So. Ging doch gut. Da kann niemand mehr auf mich feuern. Ich möchte mal kurz anschauen, was ist denn das eigentlich? Gut. Die sind also vom MG weg. Das heißt für mich, jetzt kann ich mein Team nachziehen. Muss ich schnell gucken, dass ich die richtig. Ich finde es halt schade, dass man auf der Übersichtskarte keine Befehle geben kann. Das ist echt ärgerlich. Ich hoffe jetzt jedenfalls nicht, dass sich der gleich wieder ans MG setzt. Nee. Okay. Ich werde jetzt das Sperrfeuer-Team. Jetzt muss ich mal schnell kurz. Autsch. Jeder Hacker. Sperrfeuer-Team hier hinter dem Baumstamm. Campbell! Bewegung! Und dann draufhalten. Dann nehme ich das Paddock, kommt her. Zu mir aufrücken. Ich gehe mit denen nämlich hier rundrum. Ihr kommt jetzt alle zu mir schön. Mitkommen, Jungs. Wir gehen da schön rundrum. Können wir den Kerl nämlich in die Flanke fallen. Und das ist genau das, was ich vorhabe. Jungs, kommt mal mit. Wir haben hier nämlich schön aufgeräumt. Den haben wir. Los! Los, daran. Jungs! Und da dann schön drüben! Hier Feuer konzentrieren! Dann schön hier, drauf löten. Den treffe ich nicht! Alles Schwein! Ui. Vorsicht! Ich werde beschossen! Paddock! Bewegung! Geht klar! Campbell! Mitkommen! Darüber! Da mal schön drauf Sperrfeuer geben. Ich guck mal, wer hier sich noch alles. Voll ins Gesicht. Kommen meine Chefs auch mal nach, Jung. Oh, ihr seid schon da. Campbell, ich brauche Sperrfeuer! Haltet den mal unten. Kann da ja sowieso an den ran. Da ist eine Big Gun. Mache ich jetzt einen riesen Fehler und das Ding zerlötet mich. Ich habe immer ein bisschen Angst vor den, von denen. Boom! Schön den Kerl unten halten, dann kann ich den von der Seite angreifen. Da hinten sind ein paar. Ich habe Angst, dass der Panzerwagen besetzt wird. Ist denn der besetzt oder nicht? Dort hinten, den Berg hoch. Da kann ich mich noch. An die Mission kann ich mich noch erinnern. Seht ihr da, da hinten, wo die Einschusslöcher sind? Die Riesenkanone ist nämlich besetzt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mich so ein Ding mal richtig hardcore zerlötet hat. Zuerst aber Campbell, die nach Chefs da drüben, los! Nachziehen. Und Paddock, die
darüber! Fortschritt gespeichert. Wo geht's denn hier lang? Hallo? Soll ich denn hier durch? Ah, hier geht's durch. Hinweis, da stören Sie die 88 mm Kanone. Bleiben Sie mit Ihrer Einheit in Deckung, solange die schießt. Drücken Sie vor, wenn die Mannschaft nachladen muss. Außerdem können Sie die Besatzung eine ausschalten, indem Sie den Gegner mit Ihrer Gruppe ablenken, sodass Sie selbst vorrücken und die Gegner über die Flanke eliminieren können. 88 mm Kanonen können durch eine Ladung TNT an Ihrem Sockel zerstört werden. Gehen Sie zu 88 mm, drücken Sie dann E, um eine Ladung zu planten. Planten, ja, so wie mein perfekten Englisch, das ich ja besitze. Jagen wir das Ding mal in die Luft. Ihr seht, das Ding ist zwar hier außer Betrieb, aber das andere oben, das ist in Betrieb. Und da wollten sie mir doch mal damit mitteilen, dass das weniger lustig ist, wenn die dann auch noch auf mich knallen. Bewegung, Campbell! Beeilung, darüber! Freier, gib mal Munition. Hast du keine Munition mehr, Red? Nee. Also wir gucken das mal an, wie das Ding auf uns zu sprechen ist. Das ist da oben. Ich bin mir nicht sicher, ob es mich hier unten schon treffen kann. Sicherlich kann es mich da unten treffen. Und ich habe Angst, dass es mich mit einem Schuss zerlötet. Hier geht da mal ein Vor. Los! Los geht's! Herrock! Darüber! Mit Jungs! Eine Achtung! Geht klar! Seht ihr da die Einschusslöcher? Wie sieht's eigentlich da drüben aus? Dahin. Ich kann hier seitlich an die ran, das weiß ich. Ich muss die halt irgendwie ablenken, dass die böse 8-8 nicht auf mich schießen kann. Schnell. Jetzt ist es am Nachladen. Ah! Er darf auf mich zu schießen, ihr blöden Spastis. Okay. Jungs. Bewegung! Ich hoffe jetzt aber nicht, dass sie frontal da drauf zurennen. Machen sie natürlich. Angriff! Ich habe einfach Angst. Campbell! Schnell! Los, los, los! Nach da drüben! Los geht's! Okay, verdammt! Vorsicht. Los, darüber! Bewegung! Geht klar! Er wurde getroffen! Vorsicht, ich werfe eine Granate! Geht über die Flanke! Einen habe ich mit der Nate gekriegt, aber... Campbell, schieß doch auf den! Schweres Sperrfeuer! Da drüben! Los! Alle
Beide Mann, Feuer! Den treffe ich nicht! Granate! Versucht es über die Flanke! So. Reicht mir langsam. Wow. Ich habe Angst, dass mich das Ding richtig hardcore zerlötet, aber ich muss hier ein bisschen auf Risiko spielen. Ich will mal schnell, haben die da, die haben hier Deckung. Ich glaube, der schießt immer ins Auto rein. Es könnte was werden. Ich muss die halt einfach. Verstanden, Red. Nach da drüben! Bewegung! Ich werde jetzt mal als Ablenkung und wir mal schauen, ob die Big Gun dann auf mich schießt oder auf die. Schaltet die Artillerie aus! Wir haben die Big Gun! Wir haben sie! Nice, Jungs! Die können nicht mal viel auf uns schießen, weil ein Kerl fehlt. Fryer, mitkommen! Paddock, Fryer ist da drüben. Ohne einen Hit zu fressen, passiert. Nicht passiert, meine ich natürlich. Beeilung, darüber! Ich glaube, hier drüben sind nämlich noch ein paar nette Freunde, die man hier von der Seite holen kann. Ich mache hier mal einfach alles frei. Nicht auf mich schießen, wenn ich Sachen in die Luft sprengen will. Wow. Wow. Campbell, da mal drauf. Feuert aus allen Rohren! So, und ich nehme hier auf 100 die SDG, um denen einfach zu zeigen, wie ich dazu stehe. Oh. Blöde Dings hier kaputt machen will ich nämlich nicht, dass man mich damit zerlöten kann später nochmal. Und Kaplaui, sehr schön. Im Laufschritt, Paddock, nach da drüben. Gucken, ob hier noch jemand hinter der Mauer steht und mir sofort Hallo sagen möchte. Ja, ist sogar jemand da. Nach da drüben, Campbell! Los, schnell! Nee. Zuerst. Bin dabei! Da drüben, in Paddock! Bewegung! Los, Bewegung! Verstanden! Dann tun wir nämlich hier zuerst aufsprengen, um Hallo zu sagen. So als Standardbegrüßung. Moinsen, Chefs. Ich finde halt schade, dass man dann die Kanone hier nicht benutzen kann. Auch wenn man sie zerstören sollte. Boom. So, jetzt schnell! Schnell, Campbell! Im Laufschritt! Ist noch alles da. Hallo. Schade, ne? Hey, Paddock, jetzt bleib doch mal da! Nein! Hier. Hin. Los! Nicht frontal. Granate! Zum Abschuss noch eine Nade, vielleicht trifft die ja sogar. Red, zieh lieber den Kopf ein! Den kriegen wir noch. So. Doch komm! Den will ich noch kriegen. Schießt weiter! So.
Also, meine lieben Freunde, hier wird der Fortschritt gespeichert. Ich hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen ein paar Taktiken vielleicht zeigen. Vielleicht, wenn ihr das privat durchspielt, könnt ihr das vielleicht auch so benutzen. Ich entschuldige mich wie immer, dass ich wenig rede, aber irgendwie bei Brothers in Arms muss ich mich immer ein bisschen stärker konzentrieren. Dann würde ich sagen, das soll's für heute gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder hier bei Brothers in Arms. Auf Wiedersehen.